Hallöchen. Und herzlich willkommen zurück zu Dark and Light. Ich habe nochmal ein bisschen fleißig Ressourcen gesammelt. Und wir können jetzt die letzten 4 Foundations bauen. Ein paar Wände setzen und vielleicht schon mal ein klein wenig einrichten. Bis jetzt ist da ja nie irgendwas Gefährliches gespawnt. Das heißt, es sollte soweit erstmal sicher sein. Aber bis wir da eine anständige Burg stehen haben, wird es nochmal ein ganz klein wenig dauern. Aufgrund dieser elend übertriebenen Ressourcen. Ist aber jetzt nicht so wild. Ich hätte eh mal hier auf den Berg gemusst. Ich brauche dringend Mithril. Ja, geradeaus jetzt da auf dem Berg. Da gibt es ja so einiges. Dann räumen wir jetzt erstmal den Mr. Big aus. Dann haben wir auch wieder Platz. Ordentlich Ressourcen. Ist das groß genug? Ja, ich denke schon. Das erste wird es reichen. So. Diese blöden Büsche, die hier ständig noch spawnen. Ein Riesenbusch. Ich versuche hier erstmal nochmal abzubauen. Jawohl. Dürfte es erstmal gewesen sein. So, was haben wir noch dabei? Eine Tür. Wände. Und ein paar Fenster. Die würde ich hier rausbauen. Dann setze ich vielleicht hier noch eine kleine Terrasse dann dran. Das Problem ist nur, das kriegt er niemals mittig. Kleine Tür vor allem. Kannst du mal bitte in die richtige Richtung? Das doch eben, das gibt's doch nicht. Ah ja. Das ist ja schwierig. Ich hätte die gerne hier. Tür. Oh, da war es gerade. Ja. Jetzt bitte ein weiter rüber. Es ärgert mich. Was gibt's denn? Ja, jetzt. Da sollst du hin. Wunderbar. Wow. Weg. Warum denn?
Passt das jetzt hier nicht? Das wäre ja mega bescheuert. Das passt hier gar nicht. Oh nein. Ich werde bekloppt. Die Tür kann man freisetzen. Hätte ich wohl mit den Wänden anfangen müssen. So, eine Wand. Hat der jetzt schon mal wieder hervorragend geklappt hier. Ein Fenster. Die sind ja recht klein. Kann man ja nicht so viel sehen. Eine Wand. Ich fürchte, ich muss die Tür abreißen. Wenn ich sie mal aufheben könnte. Was Bescheuertes. Gut, brauchen wir wohl eine neue. Oh, hier würde ich sie setzen. Hier die Tür zwischen, das passt eigentlich. Nicht perfekt. Ärgert mich ja schon wieder mit der blöden Tür. Aber was willst du machen? Können wir dann doch zumindest schon mal etwas besser sehen, wie es dann werden soll. Hier hätte ich, glaube ich, gerne doch ein größeres Gate. Auch mal mit dem Tier reinzugehen. Die Türen sind da etwas klein. Also brauche ich hier noch ein Fenster und eine Tür. Dann schnappen wir uns mal ein paar Materialien. Fangen am besten mal an mit der Werkbank. Die würde ich dann wohl hier drunter setzen. So. Na. Ja, nicht ganz, aber passt.
Vielleicht kriegen wir sogar die Ressourcen noch zusammen für eine Tür und ein Fenster. Müssen wir gleich mal sehen. Und hier schon mal auf jeden Fall ein großer Schrank nehmen. Hier. Sollte es passen? Die sind aber echt schmal, die Teile, du. Ach, guck mal da, die Fenster, die sehen ja echt cool aus. Von außen. Sehr gut. So, der Schrank guckt auch nicht raus. Das passt. Haben wir hier schon mal einen guten Zugriff? Dann würde ich hier drüben wohl die Magiearbeitsbank setzen wollen. Wie die so hinpasst. Ja. So wäre das schon ganz nice. Cool. Die guten großen Schränke. Dann vielleicht noch mal eine kleine Kiste hin. So, die Meatracks. Kleine Kochecke hier hin. Dass wir hier alles gleich beieinander haben. Sehr gut. Passt soweit. Hier drin brauche ich auf jeden Fall 3 Stück. Jetzt los. Es regnet. Ja, noch regnet es rein, leider.
Erstmal setzen wir 3. Mal gucken. Hier gerade. Sollte es passen. Wunderbar. Was haben wir noch? Überlegungspool und Bett und die Forges auf jeden Fall. Würde ich jetzt fast mitten in den Raum knallen. In die Nähe von der Arbeitsbank am besten. Hat mir am praktischsten zu sein. Dann machen wir hier. Hier mal eine hin. So soll es sein. So dicht wie möglich an die Wand. So. So, ich kann da noch die Wand setzen. Beziehungsweise die Tür. Würde ich die vielleicht zuerst setzen? Na, es müsste aber auch so gehen. Gern das Zeug mal loswerden. Oh oh, ich hoffe, das passt. So, Bett und Wiederbelebungspool. Würde ich jetzt einfach mal hier drüben setzen. Hier könnte noch einen Schrank nehmen. Machen wir das mal hier. Falls was passiert, können wir auch mal hier spawnen. Abgerollt zur Sicherheit. Perfekto. Hör doch mal auf zu regnen. Alles nass hier. So, einen großen Schrank. Ja, den könnten wir in der Tat hier noch nebenbasteln. Schon mal ein bisschen Stauraum. Dann sehen wir noch mal eben zu, dass wir ein bisschen Metrile kriegen hier.
nice. Okay. Zumindest nochmal die blöde Tür da reinzubauen. Was ist denn das? Eine ganz mühsame Geschichte, weil es halt unendlich viel Ressourcen kostet. Was willst du machen? Machen wir jetzt nicht das Obermega-Schloss, aber sollte schon groß genug sein, dass alles reinpasst. Wir da vernünftig mitarbeiten können. Und das kriegen wir dann, so hoffe ich, dann auch wenigstens mal fertig. Ich klopfe mir hier noch mal ein bisschen mit Rill zusammen. Wird schon zu schwer. Und crafte noch ein paar Teile. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Lasst mir einen Daumen oder einen Kommentar da. Freue ich mich sehr drüber. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.